Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Forest Village. In der letzten Folge haben wir ja unsere Lehmgrube hier fertiggestellt. So, jetzt gibt's dann noch Bienen. Ich weiß gar nicht, ob die ganzjährig agieren. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Aber das schauen wir dann mal. Jetzt müssen wir gerade mal gucken, brauchen wir eigentlich irgendwo Lehm? Hier noch nicht. Hier glaube ich auch nicht, nein. Was machen unsere Bauern? Unkritisch, gut. Aber das ist eh nur ein Feld. Gut, muss ich gerade mal gucken, wie sieht denn das aus? Bäume sind noch genug, die gefällt werden müssen. Stein, ja. Holz. Der hat Holz, der braucht nur Stein. Oh. Dann stellen wir doch mal einen Imker ein. Da. Imki, da. So. Oh, wir haben schon zwei Hilfskräfte. Okay. Habe ich einen übersehen? Schauen wir mal, ob der auch im Winter Honig produziert. Nearby trees and plants. Nearby. Ja, das haben wir jetzt vielleicht nicht den idealsten Ort geschaffen. Schauen wir mal. Die Schmiede, die hat noch genug Leben, das ist gut. Produziert richtig schön viel Kohle, das ist schön. Und den einen Helfer lassen wir im Moment noch als Helfer. Der kann dann nämlich mit Material sammeln. Wenn wir dann die Bauern hier haben, die können dann Achso, wir haben ja direkt Bäume da, das ist doch gut. Achso, genau, die Bauern, die können dann, wenn die mit Material sammeln, dann können wir nochmal hier den Eisentyp einstellen. Ah, der hat ein bisschen Holz gefunden, das ist gut. Kartoffeln haben wir ganz ordentlich, Obst haben wir ganz ordentlich. Das sieht gut aus. Da sollten wir auf jeden Fall mit über den Winter kommen. Das Kind ist älter geworden und kann jetzt mit der Schule beginnen. Haben wir nicht noch irgendwo einen Fünfjährigen? Vier? Fünf, doch, genau. Dann dürfte es bald wieder einen Arbeiter geben, das ist sehr schön. Kann man nämlich nie genug von haben. Unsere Jäger arbeiten, das ist schön. Ah, 7 Honig schon, okay. Ich bin mal echt gespannt, ob der über den Winter auch produziert. So, der Jugendliche ist älter geworden und kann mit seiner Arbeit beginnen. Perfekt, wieder einer mehr. Und wir brauchen auch noch ordentlich Leute, die Holz sammeln und so Sachen machen. Da können wir gar nicht genug von haben. Im Moment.
So. Hier mal ein bisschen, dort mal ein bisschen. Das ist ein schöner. Ich hoffe, der lebt lang genug. Wenn die hier Steine klopfen. Und der Bär guckt zu. Oh, da ist auch noch ein Stein. Dum, 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 dum. Zack. 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 Immer mal wieder zwischendurch ein paar, dass dann auch mal noch wieder Steine mit reinkommen. Eventuell bräuchten wir bei Gelegenheit noch einen zweiten Brennofen. Dass wir noch ein bisschen mehr Kohle herstellen können. Oh. Oh, da fehlen nur noch 18 Steine, dann wäre die Schmiede fertig. In dem Moment, wo der hier anfängt zu bauen, kann ich einen der Jugendlichen an den Rennofen stellen. 14 von 18, das heißt, bald gibt's Honig. Honey, honey, honey. Da war zwar kein Honig gemeint in dem Lied, sondern eher wohl der Schatz oder halt der Freund, Freundin. Oh, der ist fast fertig. Wie schaut's denn hier aus? Auch fast fertig, okay. Ich darf den Zeitpunkt nämlich nicht verpassen, wo ich das Feld auf Pause stellen muss. Ja, noch 18 Steine. Da ist auch noch einer. Ah, den haben wir schon markiert, okay. Da sind auch noch ein paar Steine. Oh, jetzt reißt er die ganzen Bäume ab. Die ist schon gut. Ein Schlag und der ist weg. Alle Achtung, Mädel. Dann darfst du jetzt aber auch gleich wieder neue pflanzen, hoffe ich doch. Nächstes Jahr gibt es dann halt nicht wirklich groß Obst. So, Pause. Pause. Müssen wir nächstes Jahr auf jeden Fall auch wieder drei Kartoffeln machen. Also drei Kartoffelfelder. So rum, natürlich. Nicht drei Kartoffeln, das wäre dann vielleicht doch ein bisschen wenig. Oh, wir haben Honig. Cool. Bin aber gespannt, ob die wirklich den Winter über durchproduzieren. Ich glaube es wirklich nicht. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
gerade mal den Kopfhörer ein bisschen auf Seite machen müssen. Das hat nämlich am Ohr gejuckt. Na, wann legt er hier los? Dauert noch. 8 Steine fehlen noch, die dürfte er jetzt bringen, oder? Jawohl. So, wie gesagt, jetzt müssen wir dann einen an den Rennofen stellen. Schmelzer, genau. Das ist sehr schön. Was haben wir? Wir haben noch einen. Sammler brauchen wir jetzt gerade keine mehr. Haben wir auch genug. Holzhacker könnten wir noch einen einstellen. Das wäre, glaube ich, kein Fehler. Wenn es dann jetzt kälter wird, brauchen die Leute Feuerholz. Und das muss man ja erstmal hacken. Dazu kommt dann hier unsere Kohlenfrau. Haben wir eigentlich Erz? Ja, nicht viel, aber wir haben Erz. Da können wir dann auch gleich schon nochmal welches markieren. Was der Gute dann holen darf. Ich weiß, ich kann komplette Bereiche markieren, will ich jetzt aber gar nicht. Weil ich nur gezielt auf die Erzklumpen hier gehen will. Dass die hier nicht zu viele sammeln. Heu war hier doch jetzt auch, habe ich da eben noch gesehen, oder? Gerade keines, glaube ich. Tja, es sah aus wie Heu. Es war nur keins. So, jetzt haben wir auch noch ein bisschen markiert. Okay. Eine große Zange oder sowas, die er da hat. Ah, sie hat schon überall Bäume gepflanzt, das ist sehr gut. Er macht noch Kartoffeln raus, das ist okay. Schmiedebauwerk fertiggestellt. Das ging jetzt aber schnell. Schmied. Oh, wir haben keinen mehr. Das ist aber doof. Lehrer brauchen wir natürlich. Jetzt nehmen wir mal einen von den Bauern hier weg und machen da einen Schmied raus.
Lehmstecher 12 können wir da einstellen. Wow. 12 Stück passen in das Ding da. Das hat mich jetzt überrascht. Ich hatte erwartet, dass da einer oder so reingeht. Aber 12? Ah, ist eine schöne Schmiede. Dann sieh mal zu, dass du uns Werkzeug produzierst. Wie viel Eisen haben wir denn? Gusseisen 6. Du brauchst Gusseisen, oder? Hoppla. Baumstämme. Erz, Gusseisen. Ach, der braucht auch noch Erz. Du kannst nur hochwertige Werkzeuge bauen, okay. Dann brauchen wir natürlich bei Zeiten sehr viel mehr an Erz. Weil wir natürlich dann auch erstmal Leute brauchen, die das Ganze abbauen. Das ist ja auch nicht immer so ohne. Wie sieht's denn hier 5 von 5? Dreijährig. 5 von 5. 5 von 5. Da ist ein 5-Jähriger. Ah, ne, 5-Jährige. Entschuldigung. Dabei, sehr schön. 3 von 3. 3 von 3. 5 von 5. 2 mal 4 Jahre. Okay. Also ein neues Haus brauchen wir auf jeden Fall. Ist zum Glück in Auftrag gegeben. Steine fehlen halt noch. Sind aber auch im Anmarsch. Da ist er noch. So. Kannst Gusseisen herstellen. Insgesamt eher übersichtlich. Oh, dich müssen wir stoppen. Machen wir mal vorsichtshalber. Bevor der auf dumme Ideen kommt und wieder anfängt, das Feld zu bestellen. Hallo, Herr Imker. Schön ist, dass wir hier ja die Blumen haben. Das Gebäude brennt. Wo? Schon wieder gelöscht. Gut. Brunnen fertiggestellt. Ach stimmt, den hatten wir ja auch noch. Sehr wichtiges Gebäude. Oh, warum habe ich das Fenster denn dazu gemacht? So. Das brauchen wir ja. Das Haus ist im Bau, das ist gut. Dann fehlt hier noch der... Da fehlt noch ein bisschen Holz.
Dann haben wir, glaube ich, erstmal alles. Ah ne, die Apotheke ist hier noch, ne? Ist die schon fertig? Nö. Nicht wirklich. Holz fehlt, Heu fehlt, Steine fehlen. Steine werden geklopft. Das ist Erz, kein Stein. Wenn es dann nachher kalt genug ist, dann kann ich auch wieder die Felder freigeben. So, wir haben 7 Fisch, 38 Fleisch. Das heißt, wir könnten auch bald nochmal wieder eine Fischerdings da gebrauchen. Jetzt muss ich dann aber erstmal gucken, dass sie wieder auf jeden Fall genug Holz und so haben. Nicht, dass sie hier erfrieren. Das wäre nämlich fatal. Kleines Hausbauwerk fertiggestellt. So, die nächsten 5 Babys können gemacht werden. Holz, okay. Steinbruch brauchen wir dann bei Zeiten. Ein Förster wäre auch gut. Wäre so vieles gut. Wobei ich sagen muss, das Dorf Colchester ist jetzt schon deutlich größer als Wimborne damals. Und ich denke auch mal nahrungstechnisch deutlich stabiler jetzt. Weil wir haben ja jetzt, wir haben die Hühner, wir haben 3 Felder, wir haben das Obstgarten, wir haben Bienen. Was gibt's denn noch? Wie gesagt, Fischerei brauchen wir noch. Hühnerstall haben wir. Ach so, Windmühle, dass wir Brot und so machen können, stimmt. 290 Holz, 150 Stein. Jo, das ist schon noch einiges. Aber es ist jetzt auch schon wieder einiges an Zeit vergangen, wie ich sehen muss. Deswegen sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr seid auch morgen wieder dabei, wenn wir unsere Colchester in den Winter begleiten. In diesem Sinne, tschüss, bis morgen.